Hallo, hier ist wieder euer Backo, zurück aus der Winterpause oder in der Winterpause, mal schauen. Was spielen wir denn heute? Wir spielen das Secret World, ist ein Online-Rollenspiel, ich glaube, das wurde so 2012 kam das raus. Es ist mehr so in unserer Zeit, es ist mysteriös, also es gibt Zombies, irgendwas in Ägypten, also so ein bisschen was habe ich gesehen. Auf jeden Fall gibt es auch Instanzen. Fünf Instanzen ist aufgebaut wie ein ganz normales MMORPG. Natürlich mit Loot und Rüstung. Aber das Erste, was wir machen müssen, bevor wir unseren Charakter erstellen können, ist eine Geheimorganisation beizutreten. Einmal den Illuminaten, den Templern oder den Drachen. Und hier gibt es so schöne Videos, die hören wir uns jetzt an und dann entscheiden wir uns, welcher Organisation wir beitreten. Ich habe echt Sprachprobleme. Entschuldigt das mal bitte. Und los geht's mit den Illuminaten. Es geht nur um Macht. Sie an sich reißen, sie behalten, sie einsetzen. Macht ist unsere Währung, unsere DNA, unser Gott. Wir kontrollieren die Welt. Wir erstellen den Plan und wir geben die Anweisungen. Wir sind die Menschen auf Grashügeln in unscharfen Fotos, die Gesichter in den Schatten verrauchter Hinterzimmer und abgedunkelter Sitzungssäle. Wir verstecken uns so, dass uns jeder sieht und handeln mit Gefälligkeiten. Erpressung, Verrat, Betrug, das sind unsere Waren. Wir nutzen alkoholgeschwängerte Abende mit Senatoren und Stabschefs. Wir beseitigen Dämonen und verhandeln mit Zauberern. Wir haben Aktien der Hölle und kompromittierende Fotos von Engeln. Wir tun, was erforderlich ist, um jeden Preis, denn die Welt ist ein übler Ort und man schwimmt entweder oben oder man geht unter. Wir sind die Illuminaten und wir gehen nicht unter. Okay, das war doch schon mal ganz interessant. Also hier sind immer mehr die Erpressertypen, wa? Mal gucken, was die Templer so zu sagen haben. Sie kamen zu uns, weil sie eine Bestimmung suchten. Ich versichere Ihnen, eine wichtigere als die unsere gibt es nicht. Ohne Struktur und Disziplin wird die Welt untergehen. Sie braucht Führung, die sie in ein neues Zeitalter der Stabilität leitet. Sie braucht Menschen mit dem Willen, die Finsternis auszumerzen, die in den Rissen wuchert. Wir tun das, weil es unsere Aufgabe ist. Tradition, Loyalität und das Gesetz. Ohne sie sind wir nur Tiere. Das Böse beherrscht die Tiere, korrumpiert und gefährdet, stürzt ganze Reiche. Unser Reich darf daher nicht korrupt sein, muss der Gefahr trotzen. Unser Konflikt muss rechtschaffen sein. Ihre Überzeugung wird auf die Probe gestellt. Aber bei uns wird Ihr Glaube nicht wanken. Bei den Templern. Das finde ich jetzt schon mal interessanter für mich. Also, die Illuminaten sind mir zu böse. Und jetzt die Kunst des Chaos, der Drache.카오스를 이론적으로 정의해 볼까? 그건 천 개의 동전을 공중에 던지는 것과 같다. 하나하나의 동전이 떠올랐다가 떨어지면서 정의와 탐욕, 관용과 처형, 고난과 따분함을 결정하는 것이다. 드래곤은 누구일까? 우리는 동전의 어느 한쪽 면도 아니다. 그저 운명이 우리를 위해 움직이기를 바랄 뿐이다. 우리는 동전이 아니라 동전을 던지는 손이다. 동전이 그리는 궤적이고 동전을 흔드는 거친 바람이기도 하다. 셀수 없는 조건에 따라 결과는 달라지지만 우리는 그 모든 결과를 파악하고 조작하려고 노력한다. 천 개의 동전이 떨어져 내리는 동안 우리는 공식을 만들고 계산해서 각 동전이 어디에 떨어질지 예측한다. 동전이 떨어진 다음에는 어떻게 할까? 우리는 상황에 따라 적당히 조절한 다음 동전을 다시 공중으로 튕긴다. 우리는
드래곤이다. 이론이 정의하는 범위를 넘어 카오스를 제어한다. 포테이토. 아니, naja, die sind nicht so für mich, ne? Ich liebe die deutsche Synchro. und die werfen ganze Zeit Münzen in die Luft. Also wir nehmen jetzt einfach mal die Templer. Ja, die Templer sind gut. Die gefallen mir. Wir sind männlich. So. Jetzt gucken wir mal das Charaktererstellmenü. Was hat es zu bieten? Hier können wir schon mal unseren Kopf auswählen. Schauen wir mal durch, was es da alles gibt. Ich habe ein bisschen einen rauen Hals. Tut mir leid, wenn es sich so, wenn es schlecht rüberkommt jetzt über die Aufnahme. Ich glaube, ich war so lange im Solarium, so wie der aussieht. So. Ich fand ihn hier ganz recht gut. Die Hautfarbe kann man ein bisschen heller machen, aber es sieht echt. Außer dass ich einen Rotstich habe, oder? Das hier Outfit können wir auch noch, aber Stück für Stück, Nase lassen wir auch so. Wir lassen das einfach mal so. So, Haare, Make-up. Make-up brauche ich auf jeden Fall. Ich finde ein bisschen Lidschatten und Lippenstift. Dann schauen wir mal. Wieso? Das sind die, wo man auswählen kann. Nein. 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 Wie das geht. So, naja, wohl geht auch noch einigermaßen. Vielleicht mit der Haarfarbe gucken. Ach nee, das ist mir nichts. Also es gehen doch ein paar Frisuren, so wie ich merke. Aber wir... verschnullt sich aus. Bam, bam, zeig mir die Frisur, was ich brauche. Mit so... von vorne aus, als er so einen kleinen Busch auf dem Kopf hat. Der hat auf jeden Fall einen Busch. Okay, die nehmen wir. Die ist noch einigermaßen erträglich. Das. Ich dachte, da gibt es jetzt gerade ein bisschen grau. Mit zu heftig. Wir nehmen schwarz. So. Augenfarbe, was haben wir denn da? Grün, passend. Make-up brauchen wir wirklich nicht. Oh, das wäre auch schon mal, so wie ich sehe. Mehr kann man ja nicht machen. Gesichtsbehaarung geht auch. Hier. Das ist der Bart. Ja? Das ist ein Augenfarbe. Nech. Steht auch dran. Unten ist der Bart, hier. Ein 3-Tage-Bart, sieht so naja aus. Ich glaube, wir nehmen so einen lockeren, abgeheiferten 3-Tage-Bart. So. Und hier Outfit kann man jetzt sogar schon was wählen. Machen wir mal die Brille weg. Akne-Brille, vielleicht soll ich doch eine nehmen, die hier. So eine in der Art trage ich selber auch. So, nehmen wir die. Und die Accessoires, Oberbekleidung, was gibt's da? Lassen wir uns mal gut aussehen, ne? Wir ziehen einfach mal ein schönes weißes T-Shirt an. Dann noch Mäntel. Mofa-Style. Mehr so der Ami-Style. Armee meine ich, nicht Ami. Ami, wie komme ich jetzt auf Ami? Ja, lass mal. Dick aus. Oder wir nehmen das hier.
Blau, dann sehen wir viel netter aus. So, was gibt's noch? Beine. Nein, nein, so auf sowas stehe ich überhaupt nicht. Nein. Okay, schwarze Jeans ist gut. Noch in Blau. Mal sehen natürlich. Auch nicht schlecht. Oder dunkelblau. In Braun ist es auch nicht so meins. Die kurze Hosen. In dem Schwarz. Und jetzt natürlich die Schuhe. Oh, oh, da habe ich ja schon meine Schuhe. Hm, nehmen wir Rot. Vielleicht jetzt noch ein anderes T-Shirt. Mit Rot, sieht aber doof aus, aber es passt besser dazu. So, aber wir wollen jetzt mal schnell machen, meinen Namen jetzt noch festlegen. Das ist immer schon schwer. Vorname? Wir nehmen uns mal einen Fantasy-Name an die. Wir nehmen uns. Backe. Nee, der Backe zusammengeschrieben ist doof. Backo. So, 010 nehmen wir uns. Wir versuchen es erstmal mit Backo, okay? Okay. Nachname? Nehmen uns Handy. Ja, Andy Backo Handy. Supi Name. Da geht doch, Backo ist bestimmt schon. Da machen wir Zahlen rein. Das funktioniert eigentlich immer. Ich gehöre auch zu einer geheimen Organisation an hier oder Gesellschaft. Da komme ich auf Organisation. Tut mir leid, erste Aufnahme seit langem wieder. Viele Sprachfehler. Bitte entschuldigt das. So, vor einer Woche. Was ist vor einer Woche passiert? Der Biene um die Uhrzeit und die leuchtet auch noch komisch. Flieg ins Licht, flieg ins Licht. Du wirst das Ende aller Tage sehen. Du wirst den Anfang eines neuen Zeitalters sehen. Wirst Herrscher sein oder Bettler, wirst alles verlieren oder zur Gottheit werden. Wirst für uns sein oder gegen uns. Deine Entscheidung. Und vergiss nicht. Beachte stets die Stimmen. Höre auf die Stimmen, die flüstern in deinem Schlaf. Du bist zwar auserwählt, du musst richtig entscheiden. Du bist verflucht mit freiem Willen. Ich sage immer das Gleiche, oder? Wir sind hier, dich zum Licht zu führen. Es steht mir nicht zu, einzuschreiten, aber das hier ist nur ein Traum. Triff die richtigen Entscheidungen. Und beachte die Stimmen, denn... Sie verderben. Denn sie sprechen die Wahrheit. Das war mal was anderes. Sie sprechen die Wahrheit. Also ich habe heute Abend auch Sport gemacht, bin sehr durchtrainiert. Das war ein komischer Traum. Na, aber hallo? Wurde ich von einer Superbiene gestochen und habe jetzt die Bienenfähigkeiten? Das werden wir gleich rausfinden. Vor 4 Tagen.
Alter, leuchte ich. Leuchte ich richtig. Sowas wie Superman, weißt du? Vor 2 Tagen. Bei meiner Freundin wäre ich jetzt das da. Die steht auch so Glitzerzeug. Licht und so. Ui. Oh, cool. Guten Tag, sind Sie... So wie es hier aussieht, ist die Frage irrelevant. Bienenproblem? Sowas kommt ja recht häufig vor. Ich repräsentiere eine Organisation in London. Eine sehr große Organisation mit weltweiten Filialen und Verbindungen zu jeder Regierung. Das heißt, wir betrachten uns eher als stillen Partner. Wir ziehen Fäden, dicke Fäden. Premierminister, Präsidenten, Könige. Es kommen dunkle Zeiten. Die Welt ist in Aufruhr und wir rekrutieren. Soldaten, Agenten, Abenteurer, Kreuzritter. Und wir haben viel zu bieten. Einen neuen Anfang, ein Netzwerk wie kein anderes. Unbegrenzte Ressourcen, eine fantastische Krankenversicherung und eine Methode, ihre unglaublichen Kräfte zu nutzen. Es mag eine große Veränderung sein, aber sehen Sie es mal so. Es ist eine einmalige Gelegenheit. Sie wurden auserwählt. Ihnen wurden Kräfte gegeben, die die Fantasie der meisten sprengen. Sie können also ein Außenseiter in einer Welt sein, die nie verstehen oder akzeptieren wird, was sie sind. Oder sich anderen wie ihnen anschließen. Stellen Sie sich der nahenden Finsternis entgegen. Und machen Sie eine Reise ins Unbekannte. Zu verborgenen Orten. In die geheime Welt. Die Entscheidung, wie wir so gerne sagen, liegt bei Ihnen. Aber ich warne Sie. Ihre wachsenden Kräfte werden viel Aufmerksamkeit erregen. Und nicht jeder ist so, entgegenkommend wie wir. Alleine werden sie leichte Beute sein. Sie halten keine Woche durch. Das bringt sie dorthin, wo sie hin müssen. Es sind Anweisungen drin. Benutzen sie es oder nicht, ganz wie sie wollen. Wir sehen uns nicht wieder. Sie werden die richtige Entscheidung treffen. Wir sehen uns nicht wieder? Übrigens, unsere Organisation heißt die Templer. Von uns gehört? Ja. Gibt uns schon eine Weile. Wir haben ein Video gesehen. Guten Tag. Tschüss. Fällt euch das auch auf, der ist ziemlich stumm, er hat gar nichts gesagt, sie kam, er macht die Tür auf, sagt nicht mal, hallo, ich bin's, ne, die redet los und gibt uns einen Zettel und wir haben nichts zu sagen. Überhaupt nichts? Bin ich stumm? Hauptstumm? Nee, da hätte ich sie ja nicht gehört. Dann gucken wir mal, was die Templer von uns wollen. Mal schauen auf die schöne Uhr. Die Zeit ist bald wieder vorbei. Dann haben wir wenigstens gesehen, wie wir zu welcher Organisation wir beitreten können. Um Charaktererstellung und jetzt schon mal dieses Video gesehen. Und ein Ladebalken. So, noch ein Video. Tut mir leid, ohne Erlaubnis dürfen Sie nicht durch. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es ist... Ist schon gut. D.I. Shelley. Alles okay. Tun Sie uns einen Gefallen und wedeln Sie nicht mit diesem Brief rum. Die Jungs an den Sperren sind nicht informiert. Sie glauben, es handle sich um erhöhte Alarmbereitschaft nach dem Terroranschlag in Tokio. Aber mir ist Bürokratie egal. Mir geht's um Wahrheit. Das geheime London. Die Templer. Ich würde sagen, Sie wissen hoffentlich, worauf Sie sich einlassen. Aber Sie haben keine Ahnung. Selbst ich mische mich so wenig ein wie möglich. Zum Schutz der normalen Leute. Schauen Sie Nachrichten? Die Sache in Tokio? Genau sowas passiert, wenn die neuen Leute die Kontrolle verlieren. Nicht hier. Nicht mit mir. So läuft's. So lautet der Deal. Ist ziemlich hart, ne? Können Sie sich sicher fühlen. Besuchen Sie einfach einen der Propheten bei der U-Bahn-Station. Dort erfahren Sie mehr über das, was Ihnen bevorsteht. Zur Vorbereitung. Und wenn ich nicht mehr erfahren möchte? Beileid. Beileid.
Das T-Shirt haben wir echt schwul ausgesucht, muss ich sagen. Da war dir keine gute Beratung. Die Schuhe kommen cool. Immer hier gibt es Zeug. Hier leuchtet doch gelb, oder? Eine Türe haben wir. Und hier am PC kann man auch was machen. Willkommen zum Persönlichkeitstest von Morninglight. Lassen Sie uns Ihr wahres Selbst ergründen. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir vielleicht später, weil unsere Zeit ist so knapp bemessen. Habe ich jetzt irgendwie... Ah, hier mit I haben wir Inventar. Oh, hier kriegt man was. Wenn wir das gelesen haben. Lass es auf, ihr könnt das gemütlich durchlesen, wenn ihr wollt. Wenn ihr Pause drückt, so. Hier gibt es auch was zu erkunden. Ah, hier ist so ein Park, wo... der schönste Park ist er nicht. Und was ist das für ein Licht? Okay. Wir gehen jetzt mal zum Punkt. Und das andere werden wir dann alles gemütlich erkunden bei der nächsten Aufnahme. So. Ziel-U-Bahn-Station erreichen. Auch gut gemacht. Hier ist so. Hier sind die Quests natürlich wie bei jedem MMO. Hier kann man nochmal alles durchlesen. Bin nachher mal gespannt, wie sie es gemacht haben, wenn du hier mehrere Quests hast, ob das dann auch gut übersichtlich nachher ist mit den Questen. So, hier steht der Typ. Ich denke mal, wenn ich jetzt hingehe, dann startet das Video. Das war jetzt die erste Folge. Ich hoffe, die ist jetzt nicht zu langweilig geworden. Es war halt viel Videos und Einstellungen. Sind jetzt auch nicht wirklich zum Kämpfen gekommen. Ich wollte auch noch Bescheid sagen, dass ich jetzt wieder wöchentlich, denken wir mal, so 3 Videos werde ich reinmachen. YouTube-Kanal werde ich auch noch ein bisschen verändern. Ich freue mich schon tierisch, wieder neue Videos zu machen. Es werden auch, ich werde auch mit Twitch anfangen. Da wird ein bisschen mehr passieren, aber wenn es genau losgeht, werde ich auch hier erstmal ein YouTube-Video erstellen, wo dann ich sage, wann ich Twitch und so. Und da werden auch viele Leute dazukommen. Viele kennt ihr noch aus meinen alten Videos. Auf jeden Fall freue ich mich auf sehr viele neue Videos. Hoffe, ihr schaut mir zu. Und wenn es euch natürlich gefällt, dann nicht vergessen, liken und abonnieren. Und schreibt doch einfach was in die Comments, welche Spiele würdet ihr gern sehen oder was könnt ihr euch vorstellen, was ich noch so für Projekte starten kann. Ach, und ich werde wieder Unboxing machen, das ist ganz wichtig. Unboxing kommt auch wieder. Nicht mehr vom Handy, das ist das mit den meisten Klicks, aber da verspreche ich mich noch mehr als jetzt. Und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns beim Teil 2. Ciao.